Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Auf einer Haarlänge mit Cenk und Aileen. Eigentlich wollten wir heute über Beratung im Friseursalon sprechen, weil ich finde, das ist ein richtig krasses Thema, wo so einiges schief gehen kann, wenn man so manche Geschichten hört. Und ich bin mir sicher, jeder hat schon mal so eine Geschichte gehört. Manche auch wahrscheinlich erlebt. Bevor wir darüber sprechen, weil das machen wir jetzt doch nicht heute, denn wir waren am vergangenen Wochenende auf einer Ausbildungsmesse, auf einer Lehrstellenbörse und haben da so ein paar Dinge, über die wir einfach mit euch sprechen möchten. Geht vor allem ums Image. Aber bevor wir jetzt darüber dann sprechen, okay, was gibt's Neues? Es ist schon wieder komplett verwirrend. Das war ein langer Satz, ne? Also fangen wir von vorne an, also wie wir immer Beratung anfangen. Was kommt. Gibt's Neues? Nee, das kannst du gleich nochmal erzählen. Okay, alles klar. Also, was ist Neues passiert? Wir waren auf der Lehrstellenbörse. Ich habe gerade einen neuen Haarschnitt bekommen. Cool. Ja. Ich leider nicht. Mein Mann hat keine Zeit für mich. Mensch, vielleicht schaffen wir es noch vor der Messe. Ich glaube nicht. Ist ja auch egal. Sonst außerhalb der Lehrstellenbörse ist, glaube ich, gar nicht so viel passiert, weil es war eine ziemlich normale Woche, oder? Ja, eigentlich ganz entspannt alles, ne? Oder jetzt nicht, dass wir jetzt schon wieder irgendwas vergessen? Also wir sind gerade wieder dran an unserem nächsten Produkt, was wir dann in nicht ganz so ferner Zukunft launchen werden. Und da haben wir jetzt einige Pakete da, sehr viele Pakete, sehr viele Kartons, die wir hier zugeschickt bekommen haben von unserem Produzenten, nennt man das so? Ja. Ja, genau. Ja, das ist jetzt noch neu, aber ja, das können wir nicht allzu viel drüber reden. Ja, war bisher jetzt nicht sehr spannend. Ich finde es schon cool. So, das Produkt also, ja, dann nochmal live. Aber ich meine, da ist jetzt noch nichts jetzt groß passiert. Ja. Die Pakete sind halt gekommen, aber da muss noch ein bisschen was passieren, bis es dann wirklich auf den Markt kommt. Genau. Ja. Ansonsten, ja, die Lehrstellenbörse, das war hier in unserem schönen Hippolstein, eben für die ganzen Schüler eine Art Ausbildungsmesse. Sehr interessant, ich war zum ersten Mal dabei. Mhm. Es war sehr voll, würde ich sagen. Viele Aussteller vor allem auch. Ja, war krass, wirklich. Also es ist echt interessant, wie viele Firmen dann doch halt Azubis suchen. Und ausbilden wollen. Ja. In allen möglichen Branchen, also. Ja, ich glaube, also wir waren jetzt die einzigen Friseure, die da waren. Ja, ja. Aber ja, ansonsten war, glaube ich, echt so gut wie alles vertreten, oder? Also so gut wie jeder Beruf, den man sich so vorstellen kann, ne? War crazy. Also finde ich cool, dass es sowas gibt für junge Menschen, die sich vielleicht auch einfach logischerweise auch noch nicht so sicher sind. Denn ganz ehrlich, wie oft gibt es, dass jemand mit 11 Jahren sagt, cool, ich möchte Friseur werden. Also das war jetzt bei mir wirklich ein... Wobei, kam, ist ja auch auf der Ausbildungsmesse passiert, als meine Mom damals den Beruf Friseur dort präsentiert hat. Aber ich meine, wie oft passiert sowas, dass man in so jungen Jahren schon wirklich sich committet und weiß, was man später werden möchte, welchen Beruf man ausüben möchte. Ja. Im Normalfall ist es so, dass man mit 14, 15 sich überlegt, was will ich irgendwann machen? Ich vielleicht doch Gangster-Rapper werden oder Influencer. Ja, ich habe jetzt gerade auch gerade, also ich fand's cool und ich finde super, dass es sowas gibt, aber Entschuldigung, ich stelle mir schon ein bisschen die Frage, ob es jetzt in dieser Form etwas ist, was die heutige Generation an jungen Leuten dann von dem Beruf überzeugen kann. Weil ich glaube, die Motivation, dorthin zu gehen, war jetzt nicht so hoch. Also es ist definitiv wahrscheinlich nicht so, nee, from the bottom of the heart motivation, you know? Weißt du, was ich meine? Ja. Sondern eher so, entweder weil die Eltern das sagen oder die Lehrer. Und ja, genau. Und weil halt langsam auch ein gewisser Druck kommt natürlich, und wenn man dann in die Abschlussklassen kommt. Ich habe auch das Gefühl, dass die Infos, die dort gegeben werden, eher die Eltern überzeugen und interessieren als die Schüler. Ich meine, wir reden voll oft, wir sind jetzt quasi auch schon raus, aus was ist passiert, ne? Über die Messe reden. Weil das ist auch ein Thema, über was wir heute reden wollen, dann eben auch so Image von uns Friseuren. Also, ich wollte aber bei dir gerade noch anknüpfen. So, die Infos sollen ja quasi die Eltern überzeugen. Mehr oder weniger, so hat man das Gefühl. Und es sind ja auch eher die Eltern, die dann wirklich
detaillierter nachfragen. Ja. Und jetzt kommen wir an eine spannende Wendung von diesem Podcast, Freunde. Bisher ging es voll oft um Unternehmertum, Geld, Kapitalismus, nein, Spaß, nicht so schlimm. Aber schon natürlich gewisse Dinge wie Positionierung und so weiter, also viele Business-Gedanken. Ja. Was ja dann immer letztendlich auf eine gute Wirtschaftlichkeit, also auf Geld zurückzuführen ist. Aber heute möchte ich einfach mal komplett idealistisch sagen, wäre es nicht besser, wenn alle Kinder und Jugendlichen sich das selbst aussuchen und wirklich nur danach gehen, was taugt mir, was macht mir Spaß, womit kann ich mich selbst so identifizieren, dass ich da Bock drauf habe, das jede Woche 40 Stunden zu machen, dann wird man automatisch auch mit dem Job immer mehr Geld verdienen, wenn man es gut macht. Ich glaube, auch wenn die Schüler sich wirklich komplett ohne Meinung der Eltern selbst informieren würden und das machen würden, worauf sie Bock haben, dann würde das ganz anders laufen. Dann gäbe es wahrscheinlich halt die einen, die sagen, ich will unbedingt in die Beauty-Branche, also Friseur oder Kosmetik oder keine Ahnung was machen. Dann gibt es welche, die sagen, ich will unbedingt Schreiner werden. Also ich glaube, das Handwerk würde viel mehr Beachtung finden. Dann gibt es vielleicht auch Leute, die sagen, ich liebe es zu programmieren. Ich habe schon mein eigenes Computerspiel programmiert und ich will unbedingt Programmierer werden und so weiter. Aber wir hätten auch bestimmt in Jobs, für die man studieren muss und sehr gute schulische Leistungen schaffen muss, wie vielleicht Ärzte, Psychologen, okay, kenne ich jetzt nicht so, Lehrer oder sonstiges, halt, also verschiedene Jobs, für die man ein Studium braucht. Ich glaube, auch da hätte man eine Quote an qualifizierteren, okay, die Aussprache war gerade nicht qualifiziert, an qualifizierteren und motivierteren Mitarbeitern. Voll, ja. Und weniger von den Leuten, die gar keinen Bock haben auf das, was sie tun, weil sie ja eh nur vor langer Zeit da reingezwungen worden sind. Klar, wär sinnvoller, wenn du halt Arzt wirst, weil es deine Leidenschaft ist und nicht, weil deine Eltern sagen, du bist schlau und hast gute Noten, also musst du Medizin studieren. Ja, und darfst nicht Friseur sein, Friseur, obwohl du das liebst. Oder Kaufmann, was auch immer, weißt du, was ich meine? Also kann ja sonst was sein. Muss ja jetzt nicht unbedingt mal Friseur sein. Klar, wir sprechen ja hier jetzt über unseren Beruf immer. Aber könnte ja alles sein. Elektriker, wie auch immer. Ja. Und so kann man auch in jedem Beruf erfolgreich werden, wenn man da Bock drauf hat und seinem Herzen folgt. Aber genau das ist ja schon das grundlegende Problem, was ich wirklich durch deine Worte vorhin erst so richtig realisiert habe, als du gesagt hast, ja, also eher sollte sowas ja die Eltern überzeugen. Und das ist ja wirklich so. Man spricht auf so Ausbildungsmessen oftmals eher mit den Eltern und versucht eher die zu überzeugen. Und da merkt man aber auch, dass quasi die Meinung der Kinder oder Jugendlichen, wie auch immer, gar nicht mehr da ist. Genau, aber das ist mir eben aufgefallen, als ich mir die anderen Stände angeschaut habe, dass, also wir können das ja mal ganz kurz erklären, unser Stand war so unsere Messewand quasi, wo drauf steht Jenkins und Liebe, was du tust. Das haben wir steht, einfach für Education Day, für Events drauf, und so weiter. Weil das ist so ein bisschen so unser Motto. Und dann hatten wir Übungsköpfe dabei und Glätteisen und haben quasi einfach so ein bisschen an Übungsköpfen halt was gemacht, Stylings und so weiter und das den Jugendlichen gezeigt. Bei den anderen Ständen hatte ich das Gefühl, dass es teilweise viel mehr eher Informationsstände waren mit Infos, die wir zum Beispiel gar nicht dabei hatten. Das ist uns tatsächlich, muss ich auch so gestehen, erst vor Ort aufgefallen, so, warte mal, wir haben ja gar nicht irgendwie kenntlich gemacht, wie viel kann man als Friseur verdienen, was sind Möglichkeiten und so. Das, was halt die anderen ja voll versucht haben, so hervorzuheben. Genau, die haben das hervorgehoben und aufgegliedert und so, welche Ausbildungsmöglichkeiten gibt's und wie kannst du danach weiter aufsteigen und welche Verdienstmöglichkeiten, was verdienst du in der Ausbildung und danach und keine Ahnung, das alles. Da haben wir zum Beispiel gar nicht drüber nachgedacht, weil wir, glaube ich, weil es bei uns viel eher darum geht, hast du Bock drauf? Ja. Obwohl wir eigentlich echt, meiner Meinung nach, also wir hätten schon, auch vor allem mit Azubi-Gehältern, so, wir hätten schon vielleicht auch ein bisschen damit flexen können, was für Prämien es gibt, was für Provisionen man verdienen kann. Also ich glaube auch, dass wir damit überzeugen könnten, aber da haben wir halt gar nicht dran gedacht. Das Ding ist einfach, dass wir, muss man auch dazu sagen, es war nicht unbedingt super, super spontan, aber ja, wir waren jetzt nicht, offen und ehrlich gesagt, nicht so vorbereitet, wie wenn wir vielleicht eine Fachmesse besuchen würden, wo wir auch zum Beispiel unsere Seminare verkaufen wollen und so weiter, also oder ein eigenes Event kreieren, das ist eine ganz andere Sache. Und wir haben ja auch für dieses Jahr glücklicherweise schon Azubis, also wir würden, sind ja eh schon ausgestattet. Also wir würden vielleicht trotzdem, wenn sich jetzt noch jemand bewirbt, uns auch freuen und vielleicht noch jemanden nehmen, aber an sich sind wir ja schon. Aber wenn nochmal jemand so richtig überzeugt, weil wir sind ja an sich schon
für dieses Jahr, sagt man da, ausgebucht? Weiß ich nicht. Aber wir haben quasi schon eigentlich genug Azubis für diese, für die nächste Saison. Ja. Aber es waren auch viele Achtklässler da. Ja, war die spannend. Dann halt noch ein Schuljahr haben, also ist ja auch nicht schlecht. Aber auf jeden Fall haben bei unserem Stand eigentlich, glaube ich, die wichtigsten Infos für die Eltern gefehlt. Mhm. Weshalb vielleicht auch die Eltern nicht so überzeugt sind, weiß ich nicht. Mhm. Ja, keine Ahnung. Also wegen dem Thema überzeugt und damit deren auch unser Image, möchte ich gleich nochmal reden, aber du hattest gerade gesagt, jetzt weiß ich nochmal, was ich dazu erwähnen wollte. So ein wichtiger Gedanke meiner Meinung nach ist auch, wenn es schon gut läuft, also wenn wir jetzt auch schon unsere Azubis für dieses Jahr haben, wo wir uns auch glücklich schätzen können, wir hatten schon unsere Bewerbungen, der erste Ausbildungsvertrag ist unterschrieben, der nächste ist auch bald unterschrieben, also es läuft alles schon, Gott sei Dank, sehr, sehr gut für dieses Jahr 2024 und ihr wisst ja, wir haben aktuell 5 Azubis und dann sind es halt wieder 5, weil ja wieder welche auslernen und so weiter. Ich denke, das ist eine tolle Sache, aber meiner Meinung nach muss man genau dann, wenn es gut läuft, einfach auch genauso weitermachen, vorsorgen und nicht sagen, ich habe doch jetzt gerade genug Azubis, weil ich ein paar Insta-Stories gepostet habe, haben sich viele Leute beworben, cool, aber ich finde, dann sollte man nicht aufhören, Werbung für eine Sache zu machen. Mhm. Da geht es ja gar nicht nur um Azubis, sondern das kann man ja auf alle Bereiche ummünzen. Habe ich genug? Ja. Entschuldigung, wenn ich auch gerade genug Kunden habe, sollte ich ja trotzdem nicht aufhören, Werbung zu machen, weil wenn ich jetzt in Aktion trete und eine Handlung mache, dann wird sich das Ergebnis ja erst in ein paar Monaten oder vielleicht auch bei manchen Dingen Jahren zeigen oder ausbezahlt machen. Ja, und vor allem ist es ja auch so, wenn du jetzt, wo es dir unternehmerisch zum Beispiel sehr gut geht, wenn du in dem Moment hast du ja die Mittel für Marketing, Werbung und so weiter. Weiterbildung. Ja, da solltest du es halt machen, damit du dafür vorsorgst, wenn es dir mal schlecht geht. Wobei es dir dann vielleicht auch einfach gar nicht erst schlecht gehen wird, wenn du in guten Zeiten immer vorsorgst. Ich denke, da kommen wir wieder auch so kurzen Rückblick an die Corona-Zeit. Wenn es dann auch, ich meine, das war für niemanden leicht, egal wie viele Reserven und Rücklagen man natürlich, hat. Natürlich, weil wenn 2-3 Monate keinen Umsatz zu machen, ist für jeden die Hölle. Und wenn du halt auch Rücklagen hattest, dann hast du ja nicht gedacht, falls mal ein Lockdown kommt, sondern das hast du ja für andere Sachen eingeplant. Für eine neue Saloneinrichtung oder sonstiges. Also ist für jeden scheiße. Für jeden war es scheiße zu 100%, kann man nicht sagen. Also man kann das jetzt nicht, ich will das nicht schönreden, aber ich glaube, es ist halt was anderes, wenn du gewisse Rücklagen hast, vorbereitet bist und auch da, wo es dir gut ging, noch weitergemacht hast und nicht gesagt hast, jetzt läuft es ja ganz gut, mein Team ist ausgebucht, jetzt machen wir keine Seminare mehr. Wir sind ja schon gut genug. Nee. Ja. Weil genau dann, wenn es uns ja gut geht, müssen wir nochmal eins draufsetzen, nochmal und besser werden, um auch das zu halten. Ja. So wie in diesem Buch, was ich gerade lese, Psychologie des Geldes, das ist ein sehr interessantes Buch, wo es, also, naja, es geht quasi schon um Geld, ne, so ist nicht, aber auch viel um Verhaltensweisen, um Verhaltensmuster. Psychologie. Ja, wirklich halt. Und auch so ein paar gesellschaftliche Dinge. Sehr spannend. Da ist ja letztendlich auch so, um das, den Erfolg, also auch zum Beispiel auch in Form von Geld, zu halten, den man sich aufgebaut hat, muss man auch gewissermaßen paranoid sein, im Sinne von Angst einfach haben, weiter es Gas wieder zu verlieren. Genau, Angst haben, es wieder zu verlieren. Nicht zu gierig, noch mehr zu wollen. Um Gottes Willen, stay hungry und so, wie man sagt, aber nicht gierig. Und halt gleichzeitig einfach auch eine gewisse Paranoia, das zu behalten man und dafür auch zu kämpfen. Vielleicht Bescheidenheit nennen, dass man eben nicht sich zu hoch sieht, weil wie sagt man? Hochmut kommt vor dem Fall. Genau, dass man dann tief fallen kann. Ja. Sondern halt, dass es so sieht, dass man immer was dazu lernen kann. Ja, das ist so wichtig. Ja. Und egal in welcher guten Situation man sich bereits befindet, aufzuhören, zu lernen, zu wachsen, zu investieren für Marketing oder auch zum Beispiel zu solchen Ausbildungsmessen oder sonstiges zu gehen oder überhaupt auszubilden. Oder zur Friseurfachmesse zum Beispiel, was jetzt ja hier auch aktuell ist. Schleichwerbung. Dieses Wochenende in Düsseldorf, Leute, wer ist alles dabei? Ja, diese Folge kommt ja am Freitag vor der Messe online. Also stimmt. Für die, die es direkt ganz frisch hören, ich hoffe, wir sehen uns auf der Messe. Stimmt. Und für alle anderen, ich hoffe, wir haben uns gesehen. Ja. Wir freuen uns. Ja. Schauen ich mach mal. Da nicht mit. Ach, scheiße. Okay. Also,
Ich denke, es ist wichtig, immer Gas zu geben. Ja. Jetzt aber wieder zurück zu dem Thema, wo ich ja vorhin quasi reingegrätscht bin. Mit dem Image ja letztendlich. Also, weil du ja gesagt hast, Eltern überzeugen und wir hätten jetzt vielleicht mehr hervorheben müssen, welche Verdienstmöglichkeiten und Aufstiegschancen man bei uns zum Beispiel hat. Da muss man jetzt auch natürlich sagen, ist es ja auch in jedem Friseurunternehmen anders. Denn eine Branche wie wir Friseure, es gibt ja verschiedene Branchen, wo es auch viele kleine Arbeitgeber gibt, wie jetzt bei uns. Wir sind ja auch zu 11 oder so. Ja, ein winziger Arbeitgeber in der Wirtschaft. Weißt du, was ich meine? Wirtschaftlich gesehen schon. Wirtschaftlich gesehen, wirklich. Also, und das Ding ist halt, dass einfach in der Branche wie bei uns, es gibt ja so viele kleine Unternehmen und es gibt gewisse tarifliche Festlegungen oder sag mal, also Tarifverträge und so weiter. Nichtsdestotrotz, aber hat jeder andere Aufstiegsmöglichkeiten, andere Chancen, andere Sachen, die er bietet. Und deshalb ist es ja auch wichtig, wenn ich zum Beispiel einen Beruf wie Friseur erlernen möchte oder auch andere Berufe, wo das Branchenumfeld ähnlich ausschaut mit vielen, vielen kleinen Unternehmen, die alle natürlich auch eigene Regeln haben, dann sollte ich natürlich auch schauen, wo möchte ich das lernen, welche Möglichkeiten habe ich dort. Ja, das stimmt schon. Wenn du jetzt irgendwie, sagen wir mal, eine Ausbildung zur Bürokauffrau machst, bei einer großen Firma, dann ist es wahrscheinlich egal, ob das jetzt die eine große Firma ist oder die andere große Firma. Am Ende ist der Tagesablauf wahrscheinlich ähnlich. Ja. Wobei es da auch kleine Firmen gibt, die zu sowas ausbilden, wo es dann vielleicht wieder anders ausschaut. Aber ja, bei einem Friseursalon kommt es natürlich sehr drauf an. Da sind die Arbeitszeiten unterschiedlich, da sind die Löhne unterschiedlich, die Aufstiegschancen. Es gibt große Friseurketten, wo du halt vielleicht total schnell die Chance hast, einen Salon zu leiten. Es gibt aber auch kleine Friseursalons, wo du halt höchstwahrscheinlich niemals einen Salon leiten wirst, weil das für immer ein Salon bleibt. Ja. Und ja, deswegen ist es schon schwierig. Aber wir hätten ja mit uns als Beispiel werben können, weil wir in dem Fall, jetzt kann man ja auch so ehrlich sagen, eben in unserer Kleinstadt haben wir ja auch nicht allgemein nur für den Friseurberuf werben wollen, sondern vor allem für uns. Ja, das stimmt. Also, da hätten wir das natürlich mehr hervorheben können, was wir eben so Verschiedenes bieten. Ja. Aber jetzt, also da wir das jetzt nicht gemacht haben und wenn wir auch die Vergangenheit unserer Branche betrachten, dann sehen wir natürlich so ein verstaubtes Image, würde ich jetzt mal sagen. Voll. Verstaubt, aber bei so vielen Leuten ist es gar nicht mehr so. Wir sind nicht die Einzigen, bei denen der Beruf sich schon sehr stark revolutioniert hat, meiner Meinung nach. Es gibt so viele, wenn wir uns mit anderen Friseuren auf eben Messen unterhalten, auf unseren Seminaren, dann machen wir immer wieder die schöne Erfahrung, dass es Gott sei Dank doch sehr, sehr viele gibt, die eben diesen Beruf verändern. Und ganz nach dem Motto, sei die Veränderung, die du in der Welt sehen willst, sind wir alle gerade ja dran, was Neues zu kreieren, neues Arbeitsumfeld zu kreieren und dadurch halt auch wieder den Beruf attraktiver zu machen. Ja. Darf ich dazu eine ganz kurze Side-Story erzählen? Mal so eine private Story. Und zwar vor einigen Jahren war das zumindest noch so, ich weiß nicht, ob es jetzt immer noch so ist, das kennen bestimmt viele, dass man so Freundinnen hat, die so reden, so, ich will mal einen Mann, der muss auf jeden Fall studiert haben und das arbeiten und weil ich will, dass der Sohn zu viel verdient, damit der dann mich auch gut versorgen kann und Kinder und keine Ahnung was, ne? Ich kenn's jetzt nicht, aber viele Zuhörerinnen kennen das vielleicht. Ja, okay. Auf jeden Fall, also ich habe schon oft Frauen, Mädels so reden hören. Und jetzt muss ich mal dazu sagen, aber als wir uns kennengelernt haben und ich, also erstens habe ich nie so geredet, aber als wir uns kennengelernt haben und ich dann gecheckt habe, du bist Friseur und so, ich habe niemals auch nur eine Sekunde daran gedacht, dass du vielleicht nicht viel verdienen könntest. Irgendwie war das nie in meinem Kopf. Also erstens wahrscheinlich, weil es halt jetzt für mich auch keine Rolle spielt, wie viel jemand verdient. Aber auch so, ich weiß ich nicht, ich bin nicht davon ausgegangen, Friseur ist jetzt irgendwie ein schlechter Beruf. Das ist schön. Gar nicht. Das freut mich sehr. Also, freut mich auch allgemein alles natürlich. Und wenn wir schon an diesem romantischen Punkt sind, Schatz, oh, sehr romantisch. Dann würde ich auch sagen, ich habe mir nie vorgestellt, was kommt jetzt? Wie die Frau sein wird, die ich mal heiraten werde, weil ich konnte mir niemanden vorstellen.
der so toll ist wie du, mein Engel. Oh, wow. Das war echt schlecht. Kam vom Herzen. Aber schau, dein Beruf hat zum Beispiel, mein Beruf hat für dich voll die wichtige Rolle gespielt bei unserem Kennenlernen. Oh Leute, jetzt werde ich unbeliebt. Jetzt. Also, soll ich es erzählen? Ja, erzähl. Okay. Also, der eine Punkt ist. Jetzt werden wir mal ein bisschen privat hier. Ja, wir haben uns kennengelernt. Ja, und dann halt danach, nach dem Kennenlernen auch gleich natürlich geschrieben, so über Insta. Und darf ich mal ganz kurz sagen, es hört sich jetzt voll so an, wenn ich sage, mein Beruf hat für dich eine wichtige Rolle gespielt, als hätte ich so voll den komischen Beruf gehabt. Nee. Nein, entspannt. Wir haben uns kennengelernt, nicht so. Also an dem Abend, wo wir uns so unterhalten und kennengelernt haben, da haben wir jetzt nicht drüber geredet. Was machst du so beruflich? Einfach so ein bisschen gequatscht. Ich kannte dich jetzt schon ein bisschen. Also weil dadurch, dass ich ja auch dich über eine Freundin kennengelernt habe, wusste ich ja, dass du Friseur bist. Ja, aber wir haben nicht drüber geredet, was ich arbeite. Ja, okay. Da kann ich mich ja, also ich weiß noch, was wir danach geschrieben haben. Ja. Und so, ja, was machst du beruflich? Und ja, also hat die Aline so gesagt, ja, Verwaltungsangestellte, oder nennt man das? Verwaltungsangestellte in der Uniklinik. Genau. Ja. Ich so, cool. Ich habe dann so meine Mom gefragt damals, was das denn für ein Beruf ist. Ich habe es echt, also komplett so, lost, ne? Mama, was macht man als Verwaltungsangestellte? Ja. Und sie so, ja, so Bürokram. Und so. Ich so, Jackpot, ich will mich eh bald selbstständig machen. Ja. Ja, also es war auf jeden Fall ein Pluspunkt für mich, dass ich mich damit aber war so, das war egal. Um Gottes Willen, das ist doch mein. Aber auch zum Beispiel, dass du Katzen hast. Also wir jetzt Katzen haben, war auch so eine Sache, so anfangs. So, und, oh, ja stimmt, das war eigentlich voll eher No-Go für dich, aber ich dachte, habe abgesehen von der Katzenhaarallergie, habe ich Katzen mein Leben lang gehasst. Ja, über manche Dinge muss man halt hinwegsehen können. Ja, ich finde die auch brutal süß, ne? Und das Ding ist halt, dass ich dann auch so, weil die auf Instagram, du hast so Katzen, und da haben wir so geschrieben, ich so, richtig, ich habe irgendwie versucht, das so unauffällig zu gestalten. Schöne Katzen auf dem Bild übrigens. Sind das deine? Gott. Oder ist es deine? Ich dachte, da war nur eine. Ja, ich habe zwei. Oh, shit. Soll ich ihr jetzt sagen, dass ich eine Katzenallergie habe oder nicht? Du hast es dann gleich gesagt. Weil bevor du das erste Mal zu mir gekommen bist, habe ich nämlich dann wiederum meine Mama gefragt, wie ich das am besten machen kann, dass möglichst wenig Katzenhaare in meiner Wohnung sind, dass du nicht stirbst, wenn du zu mir kommst. Aber ich habe dir ja gleich gut vertragen. Ja, aber ich habe auch das komplette Sofa auseinandergenommen und abgesaugt, so richtig auseinandergebaut, damit wirklich nirgendwo Haare sind. Ach so, deshalb war das früher immer so gut mit den Katzen. Und jetzt? Wir können ja irgendwann vielleicht mal noch eine private Podcast-Folge machen. Wie wir uns kennengelernt haben. Ja, wo wir darüber sprechen. Das wäre lustig. Okay, ja. Aber zurück zum Thema, also Beruf. Wir sind ja drauf gekommen, weil ich gesagt habe, ich habe mir eben da nie drüber Gedanken gemacht, dass du als Friseur schlecht verdienen könntest. Mhm. Das, ja. Also in meiner Welt zum Beispiel war das eigentlich nicht so ein Thema. Man muss halt auch sagen, dass wir jetzt Kinder der 90er sind, wir haben schon wieder eine etwas andere Ansicht. Auch wenn es, finde ich, vor 12 Jahren, als ich angefangen habe, oder vor 15, 16, 17 Jahren, als ich mich für den Beruf entschieden hatte, da war ja das Image eigentlich noch sehr, sehr verrufen. Und die Leute haben immer gesagt, ja, nee, mach doch das nicht, da verdienst du nichts und so weiter. Also irgendwo sind wir auch mit diesen Vorurteilen aufgewachsen. Ja, aber wir kennen vielleicht selber auch viele Gegenteile oder halt viele Erfolgsgeschichten. Genau, ja. Halt wahrscheinlich auch durch Social Media, keine Ahnung. Aber und ich glaube, die Generation die Eltern der jetzigen Jugendlichen, die dann jetzt die Ausbildung machen, die sind ja nochmal vielleicht so 10, 15, 20 Jahre älter als wir, würde ich jetzt sagen. Mhm. Oder? Mhm. Also so, sagen wir mal, zwischen 40 und 55, ungefähr, roundabout. Eigentlich hättest du jetzt raffiniert sagen müssen, 35 bis 45. Ja, okay. Um uns gut darzustellen. Ja, es gibt ja jüngere und ältere Eltern. Egal, irgendwo, roundabout. Ja. Nicht Kinder der 90er, meistens. Nee. Ja, boah, wäre schwierig, ne? Wenn du jetzt ein 15-jähriges Kind. Wahrscheinlich. Rein theoretisch wahrscheinlich eher, möglich. Ja, könnte schon gehen, aber wahrscheinlich eher so 80er. Genau. Ja. Und ich glaube, bei dieser Generation ist halt das Image irgendwie nochmal anders. Deutlich mehr. Aber das ist auch eine Generation, die vielleicht noch nicht ganz so krass im Internet aufgewachsen ist wie wir.
Ja, wir sind ja schon echt gut mit Inter, also in der Jugend zumindest, ja, ne? Naja, die jetzigen Jugendlichen, die sind ja... Noch viel mehr. Aber die sind nicht quasi damit groß geworden, sondern das gab's ja alles schon. Aber ja. Bei uns, wir sind ja mit dem Internet gewachsen. Stimmt. Mit der Digitalisierung quasi. Kam ja alles neu dazu. Aber das ist jetzt eigentlich voll das andere Thema. Naja, auf jeden Fall glaube ich halt, dass das schon auch mit ein Grund ist, dass wir über Social Media und so halt voll erfolgreiche Friseure auch sehen. Ja. Und dadurch gar nicht dran denken, dass es jetzt irgendwie voll der schlechte Beruf wäre. Genau. Und ich glaube, so wie es halt bei unserer Branche ist, ist es auch natürlich bei jeder anderen Branche, dass es die Positivbeispiele gibt und natürlich auch die Negativbeispiele. Ja. Und es kommt natürlich immer ganz stark darauf an, welche sehe ich. Und ich würde jetzt sagen, dass du halt allgemein eher ein Mensch bist, der ja jetzt nicht das Negative sieht, sondern eher das Positive versucht zu sehen. Weißt du, was ich meine? Ja. Und von dem her hast du wahrscheinlich auch einfach nicht so eine Brille aufgehabt, die dir, durch die du siehst, das ist halt voll der schlecht bezahlte Beruf. Oder nicht mal schlecht bezahlt, sondern einfach verrufen ist der Beruf. Aber andererseits, wenn wir mal ehrlich sind, also wir kennen ja auch beide Beispiele. Also wir haben ja auch alle Erfahrungen machen dürfen, sage ich jetzt mal, in unserer Branche. Und es ist ja so, es gibt auch in der heutigen Zeit noch viele Friseure, die schlecht verdienen, kann man jetzt mal so sagen. Ja. Und auch definitiv halt einfach das Image halt noch, also das verrufene Image, auch bewahrheiten. Also auch von der Art, vom gesamten Auftreten, ja, genau, weißt du, was Auftreten, ich meine? Von der Professionalität, vom Marketing, also halt ganz anders. Definitiv. Ganz anders, als es sein könnte. Nicht sollte, aber könnte. Weißt du, was ich meine? Auf jeden Fall. Und all das führt ja wieder zu einem anderen Ergebnis. Und ich finde es halt schade, wenn ich sowas merke, wenn junge Menschen vielleicht Bock auf den Beruf haben und dann sich so einen Stand anschauen, ob jetzt bei uns, sorry, falls es gerade gerauscht hat, ich habe nämlich gerade gegen das Mikrofon gehauen, das passiert ja sehr selten. Aber man braucht seine Hände zum Reden natürlich. Ja, ich fühle es gerade nicht so sehr. Ich muss jetzt noch mal kurz was einwerfen. In der letzten Podcast-Folge sagst du irgendwas über Sterben. Also ich weiß gar nicht mehr genau was. Du sagst irgendwas mit, wenn man nicht wachsen würde, würde man sterben oder irgendwie sowas. Wenn ein Baum nicht wächst, stirbt er. Und nee, aber du hast irgendwas anderes gesagt, irgendwas mit Sterben. Und in dem Moment hast du so gegen das Mikro gehauen und es war so richtig dumm, so ding. Oh shit. Holzig, hat richtig gut dazu gepasst. Ich wollte es einfach es war richtig dramatisch. Machen. Ja, ich wollte das Drama reinbringen. Also, ich finde es einfach schade, wenn junge Menschen vielleicht Bock auf diesen Beruf haben und sagen, hey, ich würde gerne Friseur oder Friseurin werden, schauen sich das auf so einer Ausbildungsmesse an und dann merkt man, wie vielleicht ein Elternteil, das Kind oder die jugendliche Person, eher wegzieht und sagt, hey, nee, also ich habe es ihr eigentlich ausgeredet, Friseur oder Friseurin zu werden. Genau, das ist ja vorgefallen. Genau, das ist vorgefallen. Wenn dann Elternteil kommt und sagt, nee, also ich habe sie ausgeredet, Friseurin zu werden. Also ganz unabhängig davon, dass es blöd ist, finde ich das irgendwie auch voll unhöflich von der Person dir gegenüber zu sagen. Auch, also, du kannst ja nicht. So, nee, ich habe es meinem Kind ausgeredet, weil Friseur hat ein schlechtes Image. Und das sagt sie aber gerade zu einem Friseur. Ja. Das ist schon ein bisschen beleidigend auch, finde ich. Ja. Den Leuten, der hätte ich was gesagt, wenn ich das mitbekommen hätte. Freilich. Nein, es ist halt einfach, ich würde es auch wahrscheinlich nicht sagen, also wenn ich, keine Ahnung, sagen wir mal, das wäre jetzt von uns ein Elektriker, Landwirt, Maurer, was weiß ich, würde ich auch nicht sagen. Also nee, ich habe es meinem Sohn ausgeredet, das zu machen, weil es ist voll verrufen, schlechtes Image. Aber also würde ich einfach nicht zu der Person sagen. Sondern wenn dann danach ja mit meinem Kind reden, wenn ich jetzt wirklich meine, dass es richtig ist, pädagogisch und so ein bisschen leidenschaftstechnisch. Wenn du jetzt auch mal Leute anschaust, wie zum Beispiel eine unserer Auszubildenden, die auch ein Kind der 90er ist in unserem Alter und letztendlich nach einigen Berufsjahren jetzt erst den Friseurberuf angefangen hat, weil es ihr auch eher ausgeredet worden ist. Ja, sie hätte es gerne damals schon gemacht. Es wurde ihr ausgeredet, dann hat sie einen Bürojob gemacht und jetzt letztendlich mit Mitte 20 macht sie nochmal eine Ausbildung zur Friseurin. Was, wir wissen alle, dass es damit Mitte 20 aber viel schwieriger schwierig. Ist ja, als natürlich. Mit 15 oder 17 Jahren. Du wohnst Jahren. Schon alleine, du hast alle Kosten, du hast schon mal voll verdient und verdienst plötzlich wieder nur ein Azubi-Gehalt. Das ist natürlich total schwierig. Da brauchen wir uns gar nichts vormachen. Es ist schwer, dann wieder eine Ausbildung anzufangen. Das Ding ist, du bist halt
einfach auch nicht glücklich, wenn du nicht deiner Leidenschaft folgst. Ja. Und ganz ehrlich, Zeit ist letztendlich unbezahlbar. Mhm. Kostenlos und unbezahlbar zugleich. Ja. Und das Ding ist, wenn ich meine Zeit verschwende mit einem Beruf, der für mich eine Verschwendung ist, für andere Leute super ist, aber für mich eine Verschwendung ist, weil es mir einfach nicht taugt, kann jedem passieren. Aber genau dafür sollte man sich doch Gedanken machen und immer die Berufswahl primär danach entscheiden, was ist mein Ding, was taugt mir. Und genau darauf kann ich aufbauen, weil dann kann ich zu 100% in einer Sache besser werden. Mhm. Ich kann mich immer irgendwo weiterentwickeln, auch wenn, also ich bin auch der Meinung, dass harte Arbeit mehr wiegt als Talent. Und auch wenn jemand viel Talent hat für den Beruf und der andere will das unbedingt werden, arbeitet dann umso härter dran, kann der auch richtig gute Ergebnisse erreichen. Ja, auf jeden Fall. Es gibt sogar eine Regel, wenn man am Tag nur 18 Minuten für eine Sache, ein Skill zum Beispiel verwenden würde, dann wären das im Jahr, keine Ahnung, wie viele Stunden, das hat mal einer ausgerechnet, ich glaube 100 Stunden, darauf kam es dann irgendwie hinaus. Mhm. Und man würde dann im Jahr ja 100 Stunden für eine Sache trainieren, für einen bestimmten Skill, für eine Sprache oder irgendwas und würde damit irgendwie besser als 87% aller anderen Menschen voll auf der krass. Welt in dieser Sache werden. Also zum Beispiel, wenn du 18 Minuten jeden Tag Klavier spielen würdest, richtig Training, dann würdest du nach einem Jahr besser als 87% aller Menschen werden. Aber das kann ich mir gar nicht vorstellen, weil dann... Naja, also, aber ich meine, wie viele Menschen spielen denn nicht Klavier? Weißt du, was ich meine? Ja, okay, es gibt viele, die nicht Klavier spielen. Aber weil zum Beispiel jetzt Kinder, die jeden Tag Fußball spielen? Naja. Weiß ich nicht. Gibt's ja schon. Kein Fußball. Aber es gibt schon viele, die, glaube ich, jeden Tag Fußball spielen. Hm. So in der Schule, immer in der Pause. Ja. Zwei Pausen, immer durchgehend Fußball spielen. Ich weiß nicht, ob jedes Hobby damit gemeint war, ob das nur so ein Statistikding war. Ich habe es auch in irgendeinem Podcast gehört. Ja. Naja, wobei wahrscheinlich die Fußballprofis sind ja jetzt auch weniger als 13% der Weltbevölkerung. Also, das heißt, nur weil du besser als 87% der Menschen bist, heißt es ja nicht, dass du direkt ein Profi bist. Stimmt. Ja. Da habe ich auch ein Video gesehen, wie irgendein YouTube-Fußballer, der kein Weltstar ist und nicht Millionen verdient, wirklich so ein paar Weltstars wie Neymar und so weiter einfach ausgetrickst hat, so ein paar weggedribbelt hat. Das war schon krass. Auf jeden Fall aber zu dem Beispiel mit dem Talent, was du gesagt hast, oder zu der Sache, da bist du vielleicht auch ein Beispiel dafür. Ich will dir jetzt nicht zu nahe treten, aber ich würde jetzt mal behaupten, dass du jetzt vielleicht nicht von Anfang an der talentierteste Friseur warst. Safe. Also ich glaube, du bist jetzt keiner, dem das in die Wiege gelegt wurde. Klar, du hast das von deiner Mama schon immer gesehen und mitbekommen und von deinem Opa und so, aber ich glaube trotzdem, du sagst ja auch, du wusstest nicht mal, wie du ein Haargummi ums Haar nicht mal machst. So Dinge, die halt basic sind für Mädels, die Friseurausbildung anfangen mit langen Haaren, die einfach schon viel mehr beauty-affin sind. Ja. Die wissen so viele Dinge schon. Ob es ist, wie man sich einen Scheitel zieht oder wie man Haare anfängt zu kämmen oder zu bürsten. Das weißt du halt alles als junger Mann. Diese ganzen Erfahrungswerte nicht gehabt. Und voll viele haben dann immer gesagt, ja, oh Mann, du bist voll talentiert. Und ich habe schon immer geantwortet, dass ich meiner Meinung nach nicht sehr talentiert bin. Aber ultra fleißig einfach. Ich habe einfach nach der Arbeit weitergeübt und so weiter. Ja. Wollte halt einfach was erreichen. Und ich glaube halt, dass du jetzt zum Beispiel auch so ein, also der Grund, warum du so erfolgreich bist, ist jetzt nicht nur, dass du viel übst, sondern auch, dass du dir viele Gedanken machst und halt immer überlegst, was kann ich besser machen. Das heißt dann nicht, dass du das halt tausendmal üben musst, aber du überlegst bei einem Balayage zum Beispiel so, oh, was kann ich machen, damit der Übergang noch weicher wird oder ja, keine Ahnung, solche Sachen halt. Und ich glaube, dass das auch voll viel ausmacht. Ich denke auch, man muss einfach Dinge reflektieren, um besser zu werden. Ja. Deshalb finde ich, also auch ein Side-Thema, aber deshalb finde ich auch, seine eigene Arbeit zu fotografieren in so einem Beruf wie unserem, also ich sage jetzt mal in einem visuellen Beruf, den man halt einfach optisch beurteilen kann, direkt optisch sieht. Finde ich super wichtig, seine Arbeit in Form von Fotos und Videos festzuhalten, nicht um die auf Instagram zu posten. Das ist einfach nochmal ein schicker Zusatzeffekt. Aber viel wichtiger, als dass man es postet, ist, dass man sich auch dabei automatisch jeden Tag ansieht.
Ja. Und wenn du jeden Tag deine Arbeit ziehst, denkst du, oh shit, da könnte ich mich noch verbessern, da könnte ich mich noch optimieren. Und es ist schon schön. Ja. Aber du willst es ja noch besser und noch besser und noch besser machen. Mhm. Und dadurch lässt du es gar nicht zu, dich aber negativ zu entwickeln. Und genau das ist aber ja eine Sache, die du nur machst, wenn du dich dafür interessierst. Ja. Und da sind wir halt wieder bei der Sache, es bringt nichts, wenn du Talent hast, sondern du musst Freude dran haben, dann kannst du erfolgreich damit werden. Und dann, weil dann interessiert es dich auch und dann hast du halt auch Bock auf die Ausbildung und machst die Ausbildung wahrscheinlich auch gut, weil du jetzt irgendwie, keine Ahnung, was auch immer, was man in der Schule oder in der Ausbildung lernt, halt nicht nur lernt, weil man es lernen muss für irgendeine Prüfung, sondern weil es dich wirklich interessiert. So ist es. Also zum Beispiel, ich habe einen Beruf gelernt, den ich jetzt, glaube ich, nicht mehr so gern machen würde, aber das Wissen hat mir richtig gut gefallen, so medizinische Sachen und so. Also ich war daran einfach voll interessiert. Und ich glaube, deswegen ist es mir auch so leicht gefallen, dafür zu lernen. Und deswegen habe ich auch die Ausbildung richtig gut abgeschlossen, weil ich halt einfach das Interesse dafür hatte. Und das, also in der Schule haben mir viele gesagt, ich habe ein Talent für mathematische und naturwissenschaftliche Sachen. Und das kann ich vielleicht auch gut, aber es macht mir überhaupt keinen Spaß. Ja. Und was hätte es dann gebracht? Da wäre ich bestimmt am Ende nicht so gut gewesen und noch dazu unglücklich. Und ich denke, damit kommen wir auch noch zu einem Punkt, den wir nie vergessen dürfen. Sowas wie Burnouts. Ja, stimmt. Ich bin der festen Überzeugung, dass es, wenn jeder Mensch sich nicht von seinem Außen, also überwiegend Eltern, familiäres Umfeld, Geschwister, Freunde, die Eltern der Freunde oftmals, wenn wir Menschen uns nicht so sehr beeinflussen lassen würden bei der Berufswahl. Oder ich sag's mal anders, wenn wir aufhören würden, die Menschen so sehr zu beeinflussen, also vor allem die, die wir lieben, wie unsere Kinder, sondern eher sagen, ey, der Beruf, der dir taugt, mach den. Ja. Und ich werde dich dabei unterstützen, dass du in diesem Beruf, natürlich auch wenn das, wenn du diesen Hunger auch hast, dass du daraus das Geilste machst und erfolgreich werden kannst. Weil man kann überall, finde ich, also wenn ich kann doch Leute, die ich liebe, unterstützen. Weißt du, was ich meine? Aber es ist halt keine Unterstützung. Ich sage, ey, nee, aus Prinzip macht das nicht. Ja, weil ich der Meinung bin, dass es scheiße ist. Vor allem noch dazu, wenn man dann sagt, nee, du hast jetzt den und den Schulabschluss, dann könntest du ja auch was Besseres machen. Aber was ist denn gut oder schlecht? Ich hätte mit meinem Schulabschluss auch was ganz anderes machen können. Also ich habe Fachabitur gemacht, hätte meinen Ausbildungsberuf aber definitiv auch mit einem Quali machen können. Ja. Aber ist doch egal. Ich wollte das halt machen, also habe ich das gemacht. Und ich war auf der Realschule, hätte auch einen kaufmännischen Beruf machen können. Ich meine, mittlerweile unternehmerisch und so weiter. Also ich fand es cool, dass ich auch diesen betriebswirtschaftlichen Zweig hatte und so. Ja. Aber nichtsdestotrotz habe ich die Realschule freiwillig ein Jahr früher verlassen, um einfach früher anfangen können zu arbeiten. Ja. Was ja auch viele Leute in Frage gestellt haben. Ist aber halt auch cool, dass deine Eltern dir das dann so ermöglicht haben. Mich halt unterstützt haben und gesagt haben, ey, das wonach dir ist. Man. Genauso meine Eltern, dass sie halt auch nicht gesagt haben, nee, du hast jetzt extra Fachabitur gemacht, da musst du doch jetzt studieren oder zumindest irgendwie, keine Ahnung, was für eine Ausbildung machen, wo du das brauchst. Das ist doch Quatsch. Ich meine, natürlich ist es wichtig, dass man nicht am Hungertod nagt. Weißt du, was ich meine? Aber jetzt mal ganz ehrlich, Leute. Wir sind in Deutschland. Wir leben eh alle in einem gewissen Luxus. Wir haben ein Dach über dem Kopf. Also unsere Grundbedürfnisse, wie wir es ja in der letzten Folge auch hatten, sind ja eh schon gestillt. Und solange du, glaube ich, einen Beruf wählst, der ein Ausbildungsberuf ist, den nicht wirklich jeder dir sofort abnehmen kann. Ja, bist du ja sowieso relativ safe, dass du halt so verdienst, dass du davon leben kannst auf jeden Fall. Ja. Klar, wenn du jetzt keine Ausbildung machst, sondern irgendwelche Hilfsjobs machst, dann ist es vielleicht ein bisschen anders, dass du wirklich schlechter verdienst. Aber da ist es dann halt auch so, dass du als Bewerber, als Arbeitnehmer auch nicht mehr viel in der Hand hast. Ja. Wenn du aber eine gute Berufsausbildung in der Hand hast, kannst du halt trotzdem noch sagen, ich kann was. Wenn du eine gute Berufsausbildung in der Hand hast und wenn du halt einfach engagiert bist, du kannst ja auch den Friseurberuf erlernen, als Beispiel, so wie auch jeden anderen Beruf, hast dann vielleicht erstmal da, wohin dich deine Reise gebracht hat, vielleicht gar nicht so tolle Möglichkeiten. Mhm. Es reicht aber für deine 20 Jahre zum Beispiel, die du da zu dem Zeitpunkt alt bist, um deinen Lebensunterhalt zu decken, um mal dich mit Freunden zu treffen, was zu trinken, mal feiern zu gehen, alles cool. Und dann denkst du dir aber, boah, cool, jetzt würde ich gerne eine Familie gründen, ich würde gerne mehr Geld verdienen im Monat, was kann ich tun? Ja. Ob du dann irgendwelche Side-Hustles machst,
Ja. Was ja viele Menschen machen, ne? Oder ob du sagst, ey cool, ich würde jetzt gerne einfach mal mich umschauen, was gibt's denn noch alles für Unternehmen in meiner Branche? Ich bin gut fachlich, ich könnte mich vielleicht noch weiterentwickeln, genau. Aufsteigen, was könnte ich machen? Kann ich einen Meisterbrief machen? Kann ich irgendwelche anderen Lehrgänge machen? Kann ich vielleicht anfangen, weil ich irgendwas besonders gut kann, Seminare zu geben oder auf Social Media coole Sachen zu zeigen und dadurch Influenzen und so noch mehr Einnahmen haben? Oder kann ich mich wo bewerben, wo ich einen Salon leiten kann oder sonst oder mich selbstständig machen. Ja, irgendwelche Aufgaben übernehmen noch, weiß ich nicht, was machen viele in der Berufsschule irgendwie unterrichten oder keine Ahnung, ich weiß jetzt nicht, wie oder viel man da verdient. Oder unternehmerische Aufgaben in einem Unternehmen. Genau, also es gibt ja schon viele, viele Möglichkeiten. Es gibt so viel. Ja. Ich bin der Meinung, dass man einfach, also das sollte jetzt auch so die Quintessenz dieser Episode sein. Also einmal natürlich das Image, dass es einfach schade ist, wenn Menschen bestimmte Personengruppen über einen Kamm scheren. Natürlich sowohl in jeder Hinsicht, aber auf uns bezogen natürlich, wenn man es auf eine Branche einfach alle über einen Kamm schert und sagt, da wirst du nichts. Mhm. So, aber was willst du denn? Also was willst du denn werden? Geht's um das, wie soll ich sagen, wenn wir immer darüber sprechen, ja, was willst du mal werden, geht es darum, unbedingt in erster Linie immer nur Geld zu verdienen. Natürlich ist Geld wichtig und das Geld muss stimmen. Ja, aber Geld verdienst du, indem du das machst, was dir Bock macht, weil nur dann kannst du es halt krass machen. Und nur dann ziehst du es auch durch, weil wie viele Leute gibt's, die schon in der Schule keinen Bock mehr haben, weil sie in den schulischen Weg gehen, den die Eltern denen aufzwingen. Wie oft hat man das schon gehört? Ja. Oder die dann einen Berufsweg gehen, den die Eltern oder andere Leute, Familie, das Umfeld den Leuten aufzwingen. Und es geht ein paar Jahre. Es geht. Und wenn es dann mal wieder nicht geht, dann ist man vielleicht mal eine Woche krank, hat Bauchschmerzen. Mhm. Aber dann reden die Leute einem wieder zu und sagen, ja, das geht schon. Und dann kann man sich so schon ein bisschen zusammenreißen, muss das vielleicht, wie es Tobi Beck mal in der Rede gesagt hat, abends mit ein bisschen Alkohol wieder begleichen, weil es halt so scheiße ist eigentlich. Entschuldigung, dass ich jetzt auch so rede, Leute, aber das macht mich echt ein bisschen emotional, das Thema. Und das alles führt dann irgendwann auch zu einem Burnout oder sonst etwas oder einfach dazu, dass man halt seinen Job wirklich mies macht, den Leuten einen schlechten Service bietet und was auch immer. So zählt jetzt für jeden Beruf. Und soll das dann mehr wiegen? Also Jahre voller Kummer, sage ich jetzt mal, und einfach voller Leid. Wiegt das mehr wegen am Ende demselben Geld? Oder selbst wenn es 500 Euro mehr im Monat sind, 500 Euro ist eine Menge Geld, wenn es 500 Euro netto mehr im Monat wären, was, wie gesagt, auch bei jedem selbst in der Verantwortung ist, also nicht mal auf sein jeden muss. Fall. Ja. Also man kann sicherlich als Friseur meiner Meinung nach und auch meiner Erfahrung nach besser verdienen als viele Leute in Jobs, für die man einen Realschulabschluss braucht. Ich glaube, du verdienst aktuell als Friseur mehr, als du verdient hättest, wenn jetzt zum Banker Beispiel Bankkaufmann geworden wärst, was Leute zu dir gesagt haben, mach doch lieber das. Mhm. Weil dann hättest du wahrscheinlich gar nicht so viel Lust drauf und einen ganz normalen Angestelltenjob, 9-to-5, würdest nach der Arbeit dich nicht weiter dafür interessieren und würdest halt das Standardgehalt bekommen. Höchstwahrscheinlich. Ja, solide, aber ich glaube, man kann sich's einfach so besser aufbauen. Ja. Was wollte ich jetzt gerade noch sagen? Eine Frage hatte ich noch an dich, aber vorher wollte ich noch was dazu sagen. Keine Ahnung, fällt mir jetzt nicht mehr ein, aber auf jeden Fall die Frage. Würde dir irgendein Beruf einfallen, ohne jetzt einen Beruf schämen zu wollen, wo du jetzt unserem Sohn sagen würdest, so, nee, mach das lieber nicht? Nö. Also jetzt auf Anhieb nichts. Also mir wäre das voll egal. Natürlich, ich sage euch ehrlich, Leute, also dir, aber natürlich auch hier unseren engsten Freunden, die hier, immer zuhören. Voll schade eigentlich, dass man kein Gesicht dazu hat. So, ne? Ein bisschen, das wäre cool, wenn man so ein bisschen wüsste, wer ist alles dabei und so. Also wir freuen uns immer wieder, wenn Nachrichten auf Insta kommen, ob einfach mal so, hey, Feedback oder halt auch mit neuen Anregungen und Ideen. Also, wenn unser Sohn dann irgendwann ins Alter kommt und sich dann überlegt, mit was er denn so sein Erwachsenenleben, seine Zeit im Erwachsenenleben größtenteils verbringen möchte. Ganz ehrlich, da ist er doch frei in der Wahl. Also ich würde mich mega freuen, wenn wir bis dahin
die Jenkins GmbH immer größer aufbauen, mehr eigene Produkte, weitere Salons. Ja, also wir haben das, unsere Ziele, unsere Träume. Dass er dann quasi irgendwas in der eigenen Firma übernimmt quasi. Ja, Bombe. Das wäre natürlich super. Mhm. Aber ganz ehrlich, wenn es ihm nicht taugt und er sagt, nee, also ich meine, er muss ja unbedingt Apotheker werden. Bombe, das ist doch schön. Oder dann weiß ich schon mal, wo in ich der Gastronomie hingehe, wenn ich arbeiten, was Koch werden oder sowas. Ja. Super. Boah, da würde ich mich vereinigt schon auch ein bisschen freuen. Ne? Also wenn unser Sohn Koch werden würde, das wäre auch cool, weil stell dir vor, dann irgendwann ein bisschen alt. So, oh, CJ, er wird nicht so heißen, ihr wisst Bescheid. Aber CJ, mach uns mal was zum Essen, Mann. also ganz egal, was der werden will. Ich wüsste jetzt auch nichts, wo ich eher davon abraten würde, weil es kommt einfach darauf an, worauf man Bock hat. Ist so, es ist wirklich, es ist so wichtig, ja, dass es Spaß macht, alles andere ist zweitrangig. Und alles andere kommt dann auch von selber. Ja. Lieber würde ich dann unseren Sohn unterstützen, wenn er auch darauf Bock hätte, also wenn er diesen Erfolgshunger hat, mehr erreichen will, dann würde ich ihn lieber dahingehend unterstützen. Weißt du, was ich meine? Also wenn er jetzt einen Traum hat, dafür ein Startkapital braucht, würde ich versuchen, ey, können wir ihn da unterstützen? Wenn er einfach sagt, ey, ich würde gerne, so wie ich zu meiner Mom damals gesagt habe, wie kommen die ganzen Leute da ins Top-Hair-Magazin? Ja. Und hat sie gesagt, ich denke mal, die machen Fotos und schreiben, schicken die hin und schreiben denen einfach eine nette Mail. Ja, dann habe ich später auch gemacht. Okay, damals mit iPhone 5 und als Hintergrund so ein Bettspannbezug, Low Budget des Todes, Leute, also wirklich Worst Quality. Aber es ist egal, weil letztendlich hat es gebracht, die haben zwar deine Kollektion nicht, also es war ja keine Kollektion, war eine Frisur. Haben sie nicht abgedruckt, aber sie haben über dich berichtet, oder? Genau, ich habe einen Bericht bekommen, weil die das halt ganz süß fanden, dass ich in meinen 17 Jahren so ambitioniert war. Ja, schon. Also am Ende war das, hat definitiv viel dazu beigetragen, dass ich mich dann auch dahingehend natürlich viel weiterentwickelt habe. Ja, voll. Ich weiß jetzt wieder, was ich sagen wollte, oder wolltest du gerade noch was sagen? Nee, also abschließend einfach, mir ist das Wichtigste, vielleicht denken wir auch mittlerweile anders über manche Themen nach, wo wir jetzt auch Eltern werden, aber ich finde, ob nun wenn mich ein Freund fragen würde, wenn mich von Freund das Kind fragen würde, unser eigenes Kind dann irgendwann, was auch immer, würde ich halt einfach immer raten, such dir das aus, was dir Spaß macht, und wenn du dann in einer Situation bist, wo es vielleicht mit dem Geld nicht so ganz klappt, es können ja auch manche Berufe sein, die etwas riskanter sind, weißt du, was ich meine? Aber dann kann man ja schauen, kann ich dich dahingehend unterstützen, dass du in diesem Beruf erfolgreicher wirst und dann wirklich sicher dein Einkommen verdienst. Ja. Sicher, ein sicheres Einkommen verdienst. Weißt du? Mhm. Was ich sagen wollte, ist nur so am Rande noch, dass ich das Gefühl habe, dass genau die Berufe, die eher oftmals schlecht geredet werden, weil man schlecht verdient oder blöde Bedingungen hat oder was auch immer, dass genau das die Berufe sind, wo die Leute am meisten sagen, ich liebe das, was ich mache. Ja. Und zwar Friseure, Pflegekräfte und so. Ich finde, von denen hört man voll oft so, es gibt nichts Schöneres als das. Ich denke, weil es einfach eine gewisse Erfüllung gibt. Ja. Und wahrscheinlich, wenn du diesen Beruf gewählt hast, trotz dass, also so kann ich jetzt für mich sprechen, trotz dass viele Leute um dich herum dir gesagt haben, so, nee, mach das nicht, dann hast du eine sehr starke innere Überzeugung, und ziehst es einfach durch, dann hast du da Bock drauf, weißt du? Wenn du dann auch noch dabei bleibst, weil es dir Spaß macht, dann Jackpot. Schau, zum Beispiel, ich glaube, für mich wäre der Friseurberuf nichts. Ich hätte ja jederzeit die Möglichkeit, wenn ich sage, ich will es jetzt unbedingt machen, dann würde ja da nichts dagegen sprechen. Ja. Und ich meine, wir würden uns jetzt auch keine Gedanken drüber machen, ob ich jetzt da jetzt gut verdiene oder schlecht verdiene, weil wir wissen, was ich verdienen würde. Also das ist ja jetzt kein... Wie sagt man? Du hättest ja, kein du würdest Kriterium. Jetzt in unserem Fall vor allem, weil du ja auch die Strukturen kennst, welche Verdienstmöglichkeiten es gibt. Also sagen wir auch mal, du würdest jetzt, selbst wenn wir nicht verheiratet wären, aber du wärst jetzt gerade im Büro. An der Position, an der ich jetzt an der Position. Bin. Ja. Du weißt dann auch dadurch, dass du einfach so intern bei uns bist, weißt, hey, ich weiß, also du weißt dann, welche Verdienstmöglichkeiten es gibt. Ja. Provision, Prämien, dies, das, weißt du, was ich meine? Mhm. Dann würdest du ja auch kein Risiko dahinter sehen, diesen Beruf zu machen. Nicht. Höchstens diese Ausbildungszeit wäre finanziell vielleicht ein bisschen schwerer zu stecken. Aber ich könnte ja auch zum Beispiel vielleicht erstmal als Assistentin anfangen oder so, wenn ich jetzt unbedingt Bock drauf hätte. Aber weil man dann auch wiederum Thema Assistent, also da wir verheiratet sind, ist natürlich was ganz anderes, aber ist natürlich weniger verdient, ja logisch. Wie macht man es dann? Weil das hatten wir doch mal, hatten wir es in der einen Folge nicht auch schon?
So Quereinsteigen? Ja, genau. Ja, hatten wir schon. Ja. Okay, okay. Ja, aber worauf ich hinaus wollte, ist, dass das für mich zum, also ich liebe die Branche und ich bin voll froh, durch dich in diese Branche reingekommen zu sein und ich liebe die Menschen da und die Messe. Ich freue mich jetzt auch wieder voll drauf und so. Mhm. Und wir machen so viele Seminare und ich verbringe auch so viele Wochenenden mit Friseuren. Also mir gefällt es voll. Ich liebe alles daran. Aber ich weiß, dass mir an sich der Friseurberuf nicht gut gefallen würde. Ich würde da jetzt nicht so aufblühen wie in dem, was ich jetzt tue. Und das ist ja auch voll okay. Also das heißt ja nicht, dass der Beruf jetzt so toll ist und jeder den machen sollte. Ja. Weil es gibt halt Leute, die mögen das und es gibt Leute, die mögen das nicht. Ja, und voll viele sagen, also ich höre das immer wieder, wenn Leute so sagen, boah, ich könnte niemals den ganzen Tag in einem Büro sitzen, ist doch voll scheiße. Also so geht's mir oft. Ja, da denke ich mir halt, also klar, jetzt den ganzen Tag sitzen ist manchmal nicht so toll, aber an sich die kann man... Die halt Büroarbeit Spaß. Ja, und aber mir würde wahrscheinlich auch nicht jede Büroarbeit Spaß machen, aber es gibt halt Sachen, die mir Spaß machen und die mache ich dann halt auch gern. Ja, was halt einen auch herausfordert und so, ne? Also ich mag schon auch die Office Days, weil wir auch, wenn ich mit im Büro bin, ich selber mache ja nicht so viel Büroarbeit, sondern wir... Da ist ja eher dann reden über neue Sachen, was natürlich immer spannend ist. Genau, das ist halt so. Ja, mir taugen halt Visionen und so. Also ich glaube wirklich, im Büro sitzen und Sachen abarbeiten. Okay, bevor wir uns kennengelernt haben, habe ich auch viele Bürosachen, wie zum Beispiel Videos schneiden am Laptop und so weiter. Ich habe mich auch um vieles natürlich selbst gekümmert. Mhm. Und ich schneide jetzt auch meine Insta-Videos. Das gefällt mir auch mega. Ja. Aber ich meine, so viele Büroarbeiten, wie es heute gibt, gab es ja früher gar nicht. Mhm. Also wir haben uns ja dann erst zusammen selbstständig gemacht und so. Von dem her würde ich jetzt an dem Punkt sagen, ja, hat jeder so seine Leidenschaft und das ist auch gut so. Ja. Wenn man dann eine Sache geil macht, dann hat man auch mehr Möglichkeiten. Und was ich jetzt auch nochmal traurig finde, wenn man über einen Handwerksberuf wie Friseur sagt, also das, ich kann es jetzt nur für den Friseurberuf sagen, aber ich bin mir sicher, es gilt auch für andere Handwerksberufe. Das Image ist schlecht. Ja. Sagen wir jetzt mal über so einen Handwerksberuf. Aber da habe ich viel mehr Aufstiegsmöglichkeiten, als ich in vielen Büroberufen habe. Mhm. Weißt du, was ich meine? Weil es gibt nun mal viele Verwaltungsberufe. Jetzt nicht wie bei uns. Wir arbeiten an großen Träumen zusammen. Wir sind ja gemeinsam selbstständig. Ja, und da, wenn man selbstständig ist, kann man ja auch selber entscheiden, woran arbeite ich jetzt. Genau, welche Projekte machen wir als nächstes. Ja. Für uns ist jetzt eine andere Situation, aber wenn du jetzt einfach bei einer Firma einen verwaltenden Job machst, hast du ein vernünftiges Fixgehalt, aber dann hast du ja trotzdem nicht so starke Aufstiegsmöglichkeiten. Du gehst alle 2 Jahre zur Gehaltsverhandlung und so weiter, hast dann halt alle 4 oder 8 Jahre, je nachdem wie es läuft, dann auch wirklich eine Gehaltserhöhung, Anpassungen an die Inflation, alles schon gut. Aber du hast keine besonderen Prämien, Verdienstaufstiegschancen oder überhaupt vielleicht bis auch Positionsaufstiegschancen. Mhm. Und das ist einfach das, wo ich mir denke, wie kann ich also ein Berufsfeld so verurteilen und sagen, nee, das will ich nicht, dass mein Kind macht, weil das Image ist schlecht, man verdient da nichts, was auch immer, wenn ich das erstmal gar nicht weiß und es aber auch einfach Fakt ist, dass es im Friseurberuf, vielleicht nicht bei jedem Unternehmen, aber im Friseurberuf mehr und bessere Aufstiegsmöglichkeiten gibt als in ganz vielen anderen Berufen. Ja. Das stört mich einfach ein bisschen. Ja, auf jeden Fall. Das kam jetzt ein bisschen emotional wieder. Ja, aber ich denke mir halt, man kann, Spaß ist das Wichtigste, Leidenschaft, weil Zeit kannst du nicht kaufen. Zeit ist mit nichts zu ersetzen und ein genervter Kopf ist, also wenn du einfach andauernd genervt von der Arbeit hängst, ist das Allerschlimmste. Das kann kein Geld der Welt ausgleichen. Ja. Wenn du was machst, wo du nicht dahinter stehst, keine Ahnung, wenn du Leute abziehen würdest in deinem Beruf. Weißt du, was ich meine? Also irgendein Beruf, wo du einfach dich jeden Tag schlecht fühlst, jeden Tag Bauchweh bekommst. Ja. Also gib mir 100.000 Euro und ich fühle es trotzdem nicht. Ich glaube auch, dass das, also ich will jetzt überhaupt nicht urteilen, das ist jetzt auch sehr ein sehr gefährliches Thema. Aber ich glaube, weil du vorhin Burnout gesagt hast, in einem Beruf, in dem du Leute verschönerst und glücklich machst den ganzen Tag, ist es ja fast unmöglich, Burnout zu bekommen, oder? Also ich glaube, wenn du Spaß dran hast. Wenn du Spaß dran hast. Du kriegst jeden Tag, du kriegst nicht alle
halbe Jahre mal von deinem Chef oder Chefin ein Lob und dazwischen immer wieder Kritik. Du kriegst jeden Tag von mehreren Kunden Komplimente, Lob, Dankeschön, ja. Wertschätzung, Anerkennung zusätzlich zu einem guten Gehalt. Und bekommst dann auch noch im besten Fall, wenn du in einem Unternehmen arbeitest, wo du ja verschiedene Chancen hast, gehen wir mal davon aus, dass es auch gleichzeitig ein Unternehmen ist, was modern läuft, wo du dann auch von deinen Vorgesetzten halt einfach Appreciation bekommst. Ja gut, also ich glaube, dann ist es wirklich schwer. Ich glaube, wir zwei haben eh eine andere Ansicht zu solchen Sachen wie Burnout. Nicht, dass es das nicht gibt. Um Gottes Willen, das ist ja... Aber dass man es halt ein Stück weit selber in der Hand hat, ein ganz, ganz großes Stück weit. Ob man es so weit kommen lässt oder ob man halt... Aber wenn ich jetzt sage... Es nicht so weit kommen lässt. Ich bin jetzt in einem Beruf, weil ich muss das ja machen. Ja. Ich habe da keinen Bock drauf, ich hasse es. Jeden Tag aufs Neue gehe ich ganz... Ich hasse es, wenn ich zur Arbeit gehe, wenn ich solche Memes auf Insta lese. Ja, oh Gott. Dann aber, macht man auch noch Witze darüber, dass man ein scheiß Leben führt. Entschuldige, da werde ich jetzt echt gleich richtig wütend einfach so innerlich. Da macht man noch Witze drüber. Für was? Für ein besseres Image? Aber schau mal, es gibt doch... Wo ist das tolle Image dann? Ich will jetzt nicht zu tief drauf eingehen, aber es gibt eine Sache, wo du seit Jahren zu mir gesagt hast, mach das, damit kannst du ganz einfach nebenbei mehr Geld verdienen. Aber ich weiß ganz genau, dass diese Sache... Okay, Moment, das kommt komplett rüber wie OnlyFans oder so. Leute... Nee, gar nichts, das ist eine Bürotätigkeit. Eine Bürotätigkeit, wo man zum Beispiel... Also es ist ja auch Dropshipping und sowas. Also das kennt man halt einfach. Ja, wir können es ja sagen, darum ging es. Ja, ist halt Dropshipping und das ist super simpel. Hat er oft zu mir gesagt, so mach das halt noch nebenbei, dann kannst du irgendwie da noch mehr Geld verdienen und so weiter. Und es ist mit Sicherheit auch so, dass man damit nebenbei noch gut Geld verdienen kann. Ja. Aber ich weiß zu 100%, dass mir das keinen Spaß macht. Also wieso soll ich das machen? Dann investiere ich lieber Zeit in den nächsten Education Day oder in Summer Camp oder sonst irgendwas. Geld verdienen können. Ja, und aber selbst wenn es weniger Geld ist, ist doch egal. Dafür habe ich daran tausendmal mehr Spaß. Und wir machen, irgendwie erfüllen wir auch eine gewisse Mission einfach. Ja. Ja, ich meine, ich hatte auch eine etwas kapitalistische Phase. Nee, das ist ja, nicht negativ von dir. Das war ja auch nur. Nur ein Zusatzgedanke. Also gut gemeint, so, hey, mach das halt, weil damit kannst du ja gut Geld verdienen. Das ist ja so wie Aktien zum Beispiel. Ja. Und schaut mal, es ist halt so. Ja. Man sieht heutzutage, halt also, ich meine, jeden seine Insta- oder TikTok-Page schaut anders aus. Weil wenn ich selber ein Mensch bin, der seine Arbeit hasst, werden mir natürlich auch solche Inhalte angezeigt. Ja. Und wenn ich aber Bock habe, mehr zu erreichen und an Erfolg orientiert bin, dann werden mir halt irgendwelche Speaker angezeigt, wie Jim Rohn oder Tony Robbins oder Bodo Schäfer und geile Zitate, die mich halt motivieren. Ja. Und wenn ich halt sportverliebt bin, wird mehr Sportinhalt angezeigt. Und ja, mir wurde halt dann auch eine Zeit lang voll viel sowas angezeigt, wie Dropshipping und so weiter, so solche Sachen. Ja. Und es ist auch erstmal ein spannendes Konzept. Man hat irgendwie schon Lust drauf und wir sind ja immer schon an eine Selbstverwirklichung dran irgendwie und jetzt wieder mit neuen Produkten. Wir hatten die Pinsel gelauncht, das Colorboard seit längerem und jetzt wollen wir da natürlich anknüpfen und einfach weitermachen. Ja. Und natürlich kam dann der Gedanke auch mal vor einer Zeit, wenn wir eh schon solche Erfahrungswerte gemacht haben, wir wissen nun, welche Hürden es gibt auf dem Weg, sich eigene Produkte erstellen zu lassen, die dann so viele Dinge, die dazugehören, von Packaging und so weiter. Oder wenn man das sogar ganz outsourcen kann, also richtig klassisches Dropshipping, dann war natürlich schon der Gedanke da, ey, wenn wir eh die Kapazität dafür hätten, why not zusätzlich? Ja. Also das wollte ich jetzt noch mal kurz so erklärt haben. Ja, nee, das und es war natürlich kein OnlyFans, Leute. Also. Aber du hast es vorhin so gesagt. Du hast echt gefährlich gesagt. Tut mir leid. Es war auch ja gar nicht so negativ gemeint oder so, sondern ich wollte damit nur verdeutlichen, dass dass man halt das tun sollte, worauf man Bock hat und es nicht immer nur ums Geld gehen sollte. Ja. Du wusstest ja nicht, ob hätte ja auch sein können, dass du mir das vorschlägst und ich sag so, boah, ja, voll cool. Ja. Habe ich voll Lust drauf. Ja, wenn es dir voll Spaß macht, ne? Ja. Sagst voll mein Ding. Ja, also, aber ist halt leider nicht so. Ja. Ist dann auch in Ordnung. Und schau, so konzentrieren wir uns halt eher auf unsere eigenen Projekte, auf unsere eigenen Produkte, was auch businesstechnisch einfach schlauer ist tatsächlich, als 1000 Baustellen zu machen. Man kann nicht auf jeder Hochzeit gleichzeitig tanzen. Ja. Aber es ist halt dann doch wieder vielleicht auch so ein bisschen die Erfinderlust in uns Menschen. So dieses immer wieder was Neues ausprobieren. So, weißt du, was ich meine? Ist ja auch cool, man kann es ja auch ausprobieren und dann feststellen,
taugt mir oder taugt mir nicht, aber in dem Fall wusste ich halt jetzt schon, das war jetzt echt nur ein Beispiel, wusste ich halt schon vorher so, boah, das würde mich eher stressen als erfüllen. Ja. Und dann ist mir das halt wenn das man Geld dann noch nicht wert. Irgendwelche Scam-Produkte verkaufen würde, ja, ich könnte was dann, ja auch genug Leute machen. Damit kann ich auch nicht leben, dann irgendeinen, sorry, wenn ich so sage, irgendeinen China-Schrott zu verkaufen und die Leute über den Tisch zu ziehen, das könnte ich damit einfach nicht leben. Ja. Ist so. Ja. Okay, aber ich glaube, jetzt haben wir heute genug zu dem Thema gesprochen. Also es ist schade, dass in manchen Generationen der Friseurberuf immer noch so ein Image hat. Aber ich glaube, das wird besser in nächster Zeit. Ist auf einem super Weg. Ich hoffe, dass die Kinder der Eltern, die sich das jetzt anhören müssen, nicht irgendwann auch wieder so zu ihren Kindern reden. Ja. Sondern dass sich das nach und nach auflöst. Aber ja, in gewisser Weise werden manche Berufe wahrscheinlich immer verrufen irgendwie sein. Ja, genau. Und es wird immer gewisse Vorurteile geben. Ja. Also wir Menschen machen das einfach, dieses Schubladendenken leider. Ja, ich habe jetzt nämlich gerade auch über Berufe nachgedacht, wie zum Beispiel Bäcker, weil da ist ja auch echt ein großer Mangel an Azubis. Aber da sagen halt die Eltern, boah, als Bäcker musst du aber immer um 4 Uhr aufstehen. Oder wenn Leute Koch werden wollen, dann sagen die Eltern, ja, du weißt aber schon, als Koch hast du voll die blöden Arbeitszeiten. Du musst vormittags arbeiten, hast du Mittagspause und dann musst du abends wieder spät arbeiten, kannst dich nie mit deinen Freunden treffen. Also, ja, ich glaube, es gibt einfach so manche Sachen, die bleiben einfach, aber man sollte sich davon nicht beeinflussen Koch lassen. Koch ist einfach auch so ein cooler Beruf. Voll, ich finde es auch richtig cool. Also auch so ein künstlerischer Beruf. An alle, die das hören, bitte lasst eure Kinder das machen, worauf sie Lust haben. Wirklich, Leute. Und auch vor allem diese Erfahrung sammeln, weil vielleicht stört es ja auch jemanden gar nicht, bis abends spät zu arbeiten. Ja, voll. Kann ja auch sein. Und wenn es mich 20 Jahre nicht stört und dann vielleicht doch, dann kann ich ja immer noch was ändern. Ja. Und ich bin mir sicher, es gibt dann auch Unternehmen, bei denen es nicht so ist, sondern wo die Schichten halt anders getaktet sind. Dass du zum Beispiel, klingt jetzt vielleicht komisch, wenn wir über Koch reden, aber in einer Kantine arbeitest, die halt tagsüber für Mitarbeiter offen hat und dann nachmittags hast du frei. Ja. Zum Beispiel. Vielleicht dann eine Premium-Kantine oder so, wo du dann so voll die krassen Snacks servierst und so, ne? Ja. So Luxus-Mittagessen. Boah, das wäre cool. Naja, auf jeden Fall. Seid ihr mit uns auf einer Haarlänge, wenn es ums Thema geht, dass wir nicht in dieses Schubladendenken fallen sollten und sagen sollten, hey, das der und der Beruf hat ein schlechtes Image und das würde ich jetzt meinen Kindern ausreden oder Menschen, die mir nahe stehen. Müssen ja nicht Kinder sein, können Freunde sein, wer auch immer. Oder denkt ihr euch, nee, es gibt halt Jobs, die sind einfach für den Arsch. Ja, es gibt Jobs, die sind gut und es gibt Jobs, die sind blöd. Einfach blöd. Aber ich glaube, die meisten, die uns hier zuhören, sehen das wahrscheinlich traurig, eher wenn sie jemand anders sehen würde. Ja. Aber okay, ist ja, jeder hat ja seine Meinung und ist auch okay. Man muss ja nicht immer dieselbe Meinung haben. Ja. Ich denke, es ist einfach schade, Leute, wenn man Menschen gewisse Ambitionen vielleicht dadurch wegnimmt. Ja. Durch seine eigene Meinung, die man dieser Person ja in den Kopf zwingt. Genauso kann man aber auch sagen, dass halt Kinder von Friseuren auch nicht unbedingt dazu gedrängt werden sollten, unbedingt Friseur zu werden. Weil auch da kann man, wie gesagt, unglücklich sein, wenn man halt keinen Spaß dran hat. Und nur weil die Eltern vielleicht einen eigenen Salon haben. Dass man das dann übernehmen muss. Und das zählt ja nicht nur für Friseure, sondern ist ja echt in vielen Branchen so, wo die Kinder dann unbedingt die Firma der Eltern irgendwann übernehmen sollen, aber eigentlich überhaupt keine Lust drauf haben. Und man will doch seine Kinder nicht unglücklich machen, oder? Safe nicht. Also da auch echt ein großes Appreciatement so an meine Eltern, die auch eher so gesagt haben, die haben ja eigentlich gar nicht damit gerechnet, vor allem, dass ihr beide auch noch Friseure werdet. So, eine Freundin von meiner Mom hat 2 Töchter bekommen, also auch Friseurin, Meisterschule und so. Eine Freundin von dort, 2 Töchter. Sie so, ja, bestimmt habe ich jetzt 2 Friseurinnen. Und meine Mom so 2 Söhne. Oh, verflixt, jetzt habe ich keine Friseur-Nachwüchse sozusagen. Und am Ende ist es halt genau andersrum gekommen. Ja, also. Aber das Ding ist, unsere Eltern waren halt da nie so, dass sie gesagt haben, ja, mach das oder mach das nicht, sondern wenn es dir Spaß macht, mach es gerne. Ein bisschen eher so spielerisch das Ganze betrachtet. Und dann haben die halt auch gesagt, okay, also jetzt konzentriere dich erstmal auf die Schule. Also im Gegenteil, anstatt zu sagen, ja, häng dich voll rein, mach jetzt nur noch das, haben die gesagt, du sollst erstmal deine Schule auch solide abschließen. Und dann kannst du natürlich auch deinem Beruf nachgehen. Ja, ich wollte ja schon in der Schule immer. Eure Mama hat euch halt auch vorgelebt, wie schön es ist, wenn man einen Job macht, den man gerne macht. Und ich denke, das macht halt auch viel aus. Ja, dann hat man da einfach Lust drauf. Und dann
hat auch der Beruf kein schlechtes Image. Ja. Leidenschaft ist das Wichtigste. Geld kommt von selbst, nicht ganz von selbst. Man muss schon was dafür tun, ne? Ja. Aber wenn man Gas gibt, kann man in jedem Beruf ein sauberes, faires Gehalt verdienen, mit dem man gut leben kann. Ja. Wo man auch nochmal schöne Steuern drauf zahlen kann. Passt jetzt gar nicht rein, ich weiß, aber ich dachte einfach mal kurz, wir hauen noch den mit raus. Machen wir mal eine Folge über Steuern. Bei was wollen wir da reden? Wir haben schon über Schwarzgeld und so geredet, ne? Ja, und das ist halt auch so ein Thema. Schau, das ist zum Beispiel auch was mich irgendwie so wenig interessiert. Ich finde es voll spannend. So. Also man muss halt die Steuern bezahlen und das findet jeder blöd, aber es hat ja auch was Gutes. So. Ja, ist ja auch gut so, dass wir Steuern bezahlen in Deutschland. Ja, deswegen leben wir hier ja auch alle gut. Ist so. Das stimmt. Ja. Naja, ja, dann aber beenden wir die Folge, oder? Ja. Genau, beenden wir die Folge und nächstes Mal sprechen wir dann über dein Beratungsthema, was du eigentlich heute machen wolltest. Und in der Zwischenzeit sehen wir hoffentlich einige von euch auf der Messe in Düsseldorf. Ja, ich freue mich drauf. Tschüss. Tschüss.